warum ich jetzt in meinem Alter noch in eine Partei eingetreten bin, weil eigentlich in meinem ganzen Leben der Gedanke Partei für mich blockiert war durch das Aufwachsen im sogenannten Dritten Reich in der nationalsozialistischen Zeit. Heute, nach 75 Jahren, habe ich, wenn ich Kriegslärm höre, wenn ich schweres Gewitter oder Feuerwerk oder irgendwelche Naturkatastrophen im Fernsehen miterlebe, dann werde ich meistens ganz blass. Und dann ist diese Situation plötzlich wieder für mich da. Das ist sicher ein Trauma. Und das hat auch dazu beigetragen, dass mein Hauptwunsch für Deutschland eigentlich immer war, nie wieder Krieg. Man sagt immer, auch die Politik wiederholt sich nicht. Das stimmt aber nicht. Dass da erstaunlicherweise einige, denen ich das nicht zugetraut hätte, nach rechts abgedriftet sind, sehr unzufrieden sind, sehr sprachlich so Wut und machen andere nieder und lassen sie nicht gelten. Und also in mir hat sich eine riesige Unruhe aufgebaut. Das kann man doch so nicht stehen lassen. Und es ist sehr ungerecht, denn wir Deutsche sind letzten Endes fast alle Flüchtlinge. Wie können wir dann andere Flüchtlinge abweisen? Das ist völlig unmöglich. Gerade in einer Zeit, wo die grünen Gedanken und Vorschläge, wo die so wichtig werden, wo es in der ganzen Welt plötzlich wieder Leute gibt, die den Klimawandel leugnen, dass wir unsere Erde schützen müssen, dass einfach behauptet wird, dass das alles nicht stimmt. Deswegen müssen wir lauter werden. Wir müssen auf jeden Fall, und viele von uns müssen lauter werden. Und deswegen muss man sich in irgendeiner Form einbringen. Und das Wichtigste zunächst, der erste wichtige Schritt, wenn man erwachsen ist, ist, dass man wählen geht. Also ich habe mich ganz schnell, ganz selbstverständlich für die Grünen entschieden, weil die Grünen vertreten die Grundsätze, die ich selber habe. Ich bin ein naturliebender Mensch und ich sehe auch, was wir Menschen alles anrichten mit Raubbau und diesen Dingen. Ich bin zwar nur eine einfache Bürgerin, aber ich bin ein politischer Mensch.